Hey Leute, hier ist Saldemar mit Kingdom. Warte mal. Mountain Blade Bannerlord. Kingdom Reborn, wollte ich sagen. Nee, irgendwas. Kingdom Come Deliverance? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie sowas. Weiter geht's. Amitans beim Tartis. Ja, es geht los. Wir haben ziemlich viele Hater jetzt und das ist gut. Habe ich eigentlich schon geschmiedet? Schmiedilein. Ja, nein, das ist fein. Oh nein, oh nein. Oh. Dagger Guard. Dagger. Okay. Aber ist schon wieder ausgebraucht. So, wir müssen uns mal ein bisschen erholen. Ein bisschen upgraden. Sachen verkaufen. Und dann Opfer suchen. Yeah. Wir haben ja quasi Krieg. Wie viel darf ich jetzt haben? 101, das ist das Maximum. 100. Ah, sehr gut. Dingensmoments. Verkaufen wir den Rest. Obwohl, lassen wir die da. Den kriegen wir bestimmt nicht eingeholt. Mal gucken, wie schnell der ist. Nee. Wir brauchen Geld. Ich meine, irgendwann würden wir ihn kriegen, aber wir suchen nach, oh, warte mal. Nee. Wir suchen nach würdigen Feinden. Wir werden schon irgendeine Armee finden. Oder ein würdiges Schloss, das wir erobern. Im Namen von Archikan. Nicht Gott Walter, Archikan. Dem Allmächtigen aller Grandiosen. Den Erschaffer aller Erschaffenen. Das ist schon krass. Das wurde noch niemals erobert. Noch Villager. Arion. Ariel, die Meerjungfrau. Komm, werde ich doch nicht. Es wird doch gerade hell, das ist sehr gut. Und? Oh, oh. Oh, shit. Oh, guck mal, 1, 2, 3, 4. Geil, guck mal. Yeah. You know we are dwarf. Surrender and die. I don't care. Yield or fight. Very well, expect no mercy. Hm, los geht's. Oh, 70 mehr. Ich glaube, das haben sie nämlich geändert. Wir haben so viele Rekruten gesehen. Oh Mann, jetzt haben wir hier Archikan-Banner. Warte, was müssen wir ändern? Archikan. Die großen Banner. Ich brauche nämlich nicht mehr Friendly Tube Banner. Da. Na, kommt schon, kommt schon. Lass mich hier raus, Leute. Scheiße, ist das ein Dorf? Das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Alter, das ist andererseits doch recht... Es könnte uns zugutekommen hier alles. Wir lassen sie kommen. Oder sie stehen da und wir können sie beschießen. Da stehen sie. Komm, wir gehen mal gucken. Oh, sie kommen, sie kommen. Oh, oh, guck mal, was ist das denn da? Ein Eremit aus der Höhle. Alter. Oh, oh, scheiße, die haben ihre Söldner dabei. Für das Imperium! Für den letzten Funken Hoffnung, den wir hegen! Da, guck mal, die kommen alle durch dieses Nadelöhr. Oh Mann, das wird's. Blutig. Das wird blutig, nicht das wird's. Sind außer Reichweite, jetzt sind sie wieder in Reichweite. Ziehen sich zurück. Ich
Okay, los geht's. Ach, mein Typ ist schon tot. Ach, da guck mal, wie schnell wir sind. Lächerlich, oder? Das ist Tonda. Nee, ist nicht Tonda. Wie lächerlich. Unsere Infanterie ist tot. Ist das Cole Biter? Nee, ist ja auch nicht, oder? Wir sind einfach irgendein Soldat. Nee, ich glaube, wir sind... So viel Level hat er noch nie gemacht. Oh. Wie viele Bogenschützen haben wir denn hier? LOL! Alle Mann zurückkommen! Das sind auch alles Bogenschützen. Angriff! Nicht mehr den Rücken zu wenden, jetzt angreifen! Ich bin Tonda! Nein, Tonda! Überall hängen sie fest. Das habe ich nicht bekommen, dass das Bogenschützen waren. Das war jetzt ein großer Fehler. Ich treffe immer das Schild. Finde ich ja gut, dass das zählt, aber mich nervt es jetzt gerade. Was ist denn los? Jetzt haben wir es aber. Alter. You're my prisoner now. You're my prisoner now. 15 Wähler, das ist gut. 22 neue Truppen, dankeschön. Wie viele darf ich haben? Mit denen mit. Den. Javal Rekruten nehmen wir auf jeden Fall mit. Die sind selten. Ja, das war's. Dann haben wir noch ein paar mit. So. Kriegskamel, sehr gut. Und schnell wieder nach Amitatis. Beim Totatis. Das hat's nochmal gelohnt. Nein! Ach, meine Karawane! Haben sie gefangen genommen. Enter Schmitty. Guck mal, schon wieder 100%. So gefällt mir doch Schmieden. Ach so. Schmieden haben sie auf jeden Fall verbessert. Das gefällt mir jetzt schon mal viel besser. Ich warte auf das nächste Update, dass wir... Increase your mount top speed by 5%. Increase campaign speed by 2%. Decreased Mounted Accuracy Penalty bei 15%. Das ist wichtig. Mounted Archers Information Gain plus 15% Mount Accuracy Penalty. Geil. Das ist ziemlich gut. Swana, das musst du eigentlich auskillen. Nee, das haben wir nicht genommen. Habe ich das nicht genommen oder hatte sie das schon? Das ist natürlich blöd, wenn sie die Kavallerieanführerin ist. Ist das natürlich hohl.
Das ist natürlich echt blöd. Archie Khan, der Große. Traden muss ich. Habe ich nämlich vergessen. Das ist sowieso nur Scheiße dabei. Und warten. Halt, wir wollen mal gerade in die Taverne gehen. Naja, Prisoners behalten wir noch. Hör! Assel Flat, the Vane Raid. Right. Right. I have that. Danke, ja. Und for my men. Dankeschön. So. 80. 70? Oh, warum? Warum auf einmal 70? Personal plus 8. Recent Events 19. Ach, es wird schon gut sein. So, wir müssen doch mal ein wenig mehr leveln. So, ein Tag vorbei. Upgrade. Ja. Egal, ob die Bogenschützen nicht mehr so treffen wie vorher. Es war wirklich OP vorher. Sturgeon Shock Troop oder... Wir nehmen Warrior. Auf jeden Fall Veteran Warrior. Der hat Wurfspeere. Der Shock Troop hat, glaube ich... Mein Gott, das kriegen wir hier... Na gut. Imperiale. Na, ich nehme alles, was ich kriegen kann, um aufzufüllen. Crossbowman vor Bogenschützen. Wir haben viel zum Verkaufen. Ich muss aber entweder warten, die rekrutieren... Guck mal, die Karawane trotzdem nicht hierhin. Oh, willst du handeln? Geht aber nicht. Das tut mir leid. Nicht. Wir warten noch einen Tag. Und dann... Ich würde gerne wissen, ob die Händlerin wieder handelt, wenn... Blacktooth 7. Wow, Workshop 7. Ich habe immer noch nicht geguckt, wie das mit dem Workshop funktioniert, aber das mich einfach nicht interessiert. Tatsächlich. Ich habe ja gerade Geld. So. Pass auf, wir warten noch, bis es wieder hell ist. Dann gucken wir, ob wir noch Rekruten kriegen können. Und dann verkaufe ich den Rest. Dann geht's wieder los. Your spouse Svana has just learned that she... Oh! Wir kriegen ein Kind! Arion has escaped your party. Naja, was soll's. Wir sind ja fair. Escaped... nee, ich hab die doch verkauft. Warum steht denn jetzt da escaped? Komm, wir gehen jetzt nochmal. Ich hab doch nochmal ein anderes. Nee, ja, Tour geht immer noch nicht. Vielleicht geht's doch. Vielleicht geht's ja doch. Wir gehen noch trotzdem jetzt mal nach Pravent. Was soll's? Krieg führen können wir ja immer noch. Ich will nochmal gucken gehen. Ob's jetzt geht. Wir haben 65.000. Wir können da oben auch nochmal nach neuem Equipment suchen. Können wir mal ein bisschen Plünderer unterwegs platt machen. Plünderer plündern. Surrender or die. Guck mal, zwei Stück direkt. Weißt du, vom Spreu getrennt. Zwei Looter tot und ein Crusade Rider. Rider, das ist natürlich blöd. Rider. Da ist er. Muss aufpassen. Muss hier nochmal abspeichern. Guck mal, wir werden verfolgt. Wenn ich dann uns im berittenen Bogenschützen sagen würde, ja, Ich überlege, ob ich denn jetzt Svana austausche als berittene Bogenschützin und jemand anders dahin setze. Mir vielleicht einen anderen hole, der Reiten hoch hat. Ich will wissen, ob man die Skills auch irgendwie so resetten kann von seinen Begleitern. Winter. Ekelhaft.
Der ekelhafte Winter. So. Anstruda, die ist auch neu. Team of the Lake Rats. Nö, hier ist nix. Ich wollte aber jetzt handeln. Noch mal hier Leinen. Guck mal, Tiere. Tools. Silver Ore. Können wir schon auch hier verkaufen. Pottery. Harry Potter! Okay, so. Iron Scimitar. Ich will eigentlich meins schmieden. Guter Witz, oder? Jetzt, wenn ich das irgendwann mal machen würde. Ich wollte gerade sagen, die haben wir wenig. So, wir haben diesen Archikan-Helm. Eastern Helmet. Erste Klasse 28 hat er ja auch. Ist jetzt nicht so geil, aber... Ich finde Kettle Helmet mit Leather Gas ja geil. Die sind alle nicht so krass. Ich muss mal nach Valur. Guck mal, er hier. Resort Helmet. Padded Coif. Ich glaube, mir würde schon ein Archikan-Helm besser stehen, oder? Heavy Melt. Waffen. Bögen. Unser Schild, was haben wir denn? Wicker Shield. Reinforced Cavalry Kai Shield. Weil das, was ich da habe, ist ja gar nicht so schlecht. Kaputt gegangen ist es auch noch nicht. Es ist halt schön groß. Langbogen geht nicht auf dem Pferd. Ich überlege, ob ich vielleicht doch nochmal bei den, bei meinen Sarazen gucke. Swana. Die ist gut ausgestattet. Oracle-Biter. Infanterie. Genau, er war so schnell. Ja. Das ist so krass. Was für eine krasse Kampfsau. Okay. Machen wir dich zum Zweikämpfer? Northern Broad Long Axe. Two-handed. Gewinne eine Zweihand-Axt. Swing Speed, Swing Speed. Yeah. Brauchst du noch einen Helm oder so? Einen besseren Schild? Er ist okay, aber jetzt nicht so toll. Können wir auch ein Wicker Shield geben. Aber wenn er in Formation steht und lange stehen soll, geben wir dem eine große Pavese. Was hast du denn hier? Rusty. Wie viel müssen wir jetzt bezahlen? 17.000. Wir geben ihm mal eine einhändige Battle Axe. Oder wie stark, wie schnell ist die denn? Swing Speed 95. 95 Swing Speed ist gar nicht so schlecht. Brauchen wir mal ein bisschen Rüstung. Unsere Kampfsau. Meine, der ist doch so flink. Oh Mann, das wird teuer, aber... Gib mir lieber das hier. So, jetzt brauchen wir noch eine Rüstung. Eigentlich wollen wir ihm kein Leder geben. Ja, das wird...
Was hat der denn für ein Conehead? Also, was Helm und so angeht, puh. Da müssen sie echt mal was nachholen. Boah, der hat mit... Das sieht so scheiße aus. Es sieht so unfassbar scheiße aus. Es kommt immer auf die Kopfhörer an. Da passt sich immer die Rüstung an. Und das ist halt... Es ist halt Banane. Es ist halt wirklich Banane. Aber... Meine Güte. Weil der Helm... Weil der Kopf so dünn... Guck mal, der Kopf ist auch so ziemlich schmal, ne? Kann man eigentlich nichts machen. Komm, das ist eigentlich auch ein ziemlich cooler Helm. 35.000. Das sieht schon ziemlich geil aus. Was hat das? Fortified Mercenary Armor. 51.000. Jetzt sind wir aber hier. Ist uns das wert? Es ist läppisch überteuert. Es ist viel zu krass überteuert. Das ist gestört. Aber es macht gerade echt Spaß. Es ist mir eigentlich egal. Und wir geben ihm ein paar Wurfmesser. Egal, was soll's. Guck mal, Oracle-Biter. Ich weiß nicht, ob er die Front anführt, aber ist mir egal. Wir haben gerade Krieg, können gut Kohle machen. Los, muss ich nur noch da ankommen, bevor wir pleite sind. Doch, er war der Anführer der Dingensformation. Genau. Okay. Ach ja. Na gut, ich muss aber trotzdem mal hier aufhören. Ich muss mich immer ein bisschen zwingen, ja? Ab 20 Minuten, wenn die Zeit mir auffällt, dann höre ich meistens auf. Leute, es tut mir leid. Das war es jetzt mal von mir, von Mountain Blade Bannerlord. Weil ich muss mich dran halten. Es gibt oft nicht so viele Folgen, weil ich meistens überziehe und das ziemlich viel Zeit kostet. Und deswegen dann, es zu lückenhaften Folgen veröffentlichen kommt. Also, ja, das ist wirklich so. Haut rein, Leute. Bis zur nächsten Folge. Adios.